ein Menschen mit einer ausgestreckten Zunge und die sieht ziemlich schrecklich aus, lauter weiße Pusteln. Und in der Differentialdiagnose ist im Angebot bullöse Impetigo, erythematöse Pustulosis, exfoliative Dermatitis, das Stevens-Johnson-Syndrom und das Sweet-Syndrom. Und die einzige Differentialdiagnose, die mit Pusteln behaftet ist, ist Antwort 2. Das wäre die exanthematöse Pustulose. Und das ist auch die richtige Antwort. Und dies ist eine Medikamentenreaktion in diesem Fall gegen Hydroxychloroquin. Und die entsprechende Behandlung ist, Hydroxychloroquin abzusetzen. Ob Prednison da noch hilfreich ist, behaupten die Autoren, werden wir nächste Woche erfahren. Jetzt diese akute verallgemeinerte exanthematöse Pustulose ist eine Reaktion gegen Medikamente. Hier ist ein anderes Beispiel, das sollte eigentlich über den ganzen Körper stattfinden. Sieht man diese Pusteln, die sind auch voll mit Neutrophilen, aber dies ist nicht durch Infekt verursacht. Dies ist verursacht durch diese Medikamentenreaktion. Stand hier, dass die Schleimhäute von dieser Krankheit nicht involviert sein sollten. Ich hätte sonst die Zunge unter den Schleimhäuten gezählt, aber vielleicht wird das anders gesehen. So steht es in der Literatur. Dann dies ist bullöse Impetigo. Impetigo ist eine bakterielle Hauterkrankung, meistens induziert durch Streptococcus pyogenes. Diese Bulli sieht man häufiger bei Staphylokokkenhauterkrankungen, das sieht aber so aus. Also Bulli erwartet man ähnliche Blasen. Dies ist eine verallgemeinerte exfoliative Dermatitis und das ist auch häufig durch Medikamentenreaktionen bedingt, aber kann auch andere Ursachen haben. Und dies ist das Stevens-Johnson-Syndrom, das ist wirklich schrecklich. Das ist auch durch Medikamentenreaktionen, man will gar nicht mehr einnehmen, induziert. Und hier sieht man diese Blasenbildung. Diese Blasen hier sind bei diesem armen Menschen geplatzt. Hier sind die Schleimhäute definitiv involviert. Und hier ist die entsprechende Zunge bei dieser Krankheit. Also dies hier hat zu tun mit Medikamentenreaktionen, Nebenwirkungen. Dies ist das Sweet-Syndrom. Das ist eine akute fibrile neurophile Dermatose. Und ja, keine Ahnung, was das ist. Aber so sieht das aus. Das kann auch durch Infekte veranstaltet werden. Kann auch mit Medikamentenreaktionen zu haben. Das ist die sogenannte Rankin-Skala, genannt nach dem genialen schottischen Neurologen Dr. John Rankin. Und das kann man sich sehr einfach merken. Das sind 6 Zahlen. Und wenn man tot ist nach Schlaganfall, kriegt man eine 6. Also das ist ziemlich einfach. Wenn man überhaupt keine Symptome hat nach Schlaganfall, dann kriegt man eine 0. Also wir wollen Nuller sein in diesem Geschäft. Und alles dazwischen hat mit Schwergradigkeit zu tun. 5 ist, man ist bettlägerig und kann alleine nicht aufstehen. 4 ist, man kann sich nicht um die eigenen körperlichen Bedürfnisse ohne Hilfe existieren. Man kann nicht ohne Hilfe gehen. 3 wäre, man braucht etwas Hilfe, aber nicht für alle körperliche Belange. 2 ist eine relative milde Beeinträchtigung, wo der Mensch aber nicht seine üblichen körperlichen Aktivitäten durchführen könnte.
und eins ist sehr milde Symptomatik. Also mit dieser Skala ist es ziemlich einfach, die Patienten einzuordnen, 0 durch 6. Und das ist in der Studie, die ich Ihnen gleich zeigen werde, auch so bewertet worden. Und diese Studie ist eine Schlaganfallstudie, die läuft unter dem Namen Mr. Clean, Herr Saubermann. Und was hier gemacht worden ist, ist, man hat bei Patienten mit akutem Schlaganfall innerhalb der ersten Stunden, 6 Stunden, wenn die Patienten Frontalarterienverschluss oder Mittelzerebralarterienverschluss kamen sie für diese Studie in Frage, die sind dann durch Neuroradiologen, haben invasiven Katheter bekommen in das Gefäß, eine lokale Lyse, oder der Neuroradiologe hat versucht, den Thrombus abzusaugen, und Sie müssen sich im Kopf behalten, die mittlere Zerebralarterie hat ein Lumen, das ist ungefähr so groß wie das Blei eines Holzbleistiftes, also es ist wesentlich kleiner als Koronararterien oder größere Arterien. Und die Patienten sind randomisiert worden zu entweder dieser mechanischen Behandlung für Schlaganfall im anterior Bereich oder die übliche medizinische Behandlung, was in diesem Fall auch eine systemische Lyse hätte sein können. Wäre natürlich interessant zu wissen, konnte ich nicht ganz eruieren, wie viele Leute in der sogenannten Kontrollgruppe tatsächlich eine systemische Lyse bekommen haben und wie viele nicht. Es wird einfach usual medical care genannt oder die übliche Behandlung nach Schlaganfall. Und wir sehen hier, sind 502 Leute kamen für diese Studie in Frage. Und wir können uns hier die Leute angucken, ein bisschen mehr Männer als Frauen. Die Beeinträchtigungen können wir hier uns angucken. Die Verteilung war in beiden Gruppen ähnlich, wo der Schlaganfall lokalisiert war, ob sie Vorhofflimmern hatten, ja oder nein. Ungefähr ein Viertel hatte Vorhofflimmern. Diabetes mellitus, wie wir erwarten würden, war auch relativ häufig. Und wo sie beim Einschluss in der Studie in der Rankin-Skala lagen. Und eigentlich die Beeinträchtigung bei diesen Patienten nach der Rankin-Skala war relativ mild, fand ich. Blutdruckwerte waren auch ähnlich und dann wo die Okklusion lag, in welchem Gefäß, ist hier auch angegeben und die Verteilung war in beiden Gruppen ähnlich. Und jetzt gucken wir uns die Rankin-Skala nach 90 Tage und hier ist die Kontrollgruppe. Die Nuller sind alle in der, die drei Nuller sind alle in der Interventionsgruppe. Die Anzahl an Patienten, die verstorben sind, war in beiden Gruppen gleich. Das heißt, die Behandlung hat nicht zum Überleben beigetragen. Aber sonst, wenn wir uns das so angucken, ist die Schwergradigkeit der Rankin-Skala war besser in der Interventionsgruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Und das war statistisch signifikant. Und wir können uns auch dann angucken, was sind die Nebenwirkungen von dieser Behandlung, wie viele Leute haben dann weitere Okklusionen oder haben Dissektionen erlitten oder Gefäßperforationen und so weiter. Und das ist auch in der Tat in der behandelten Gruppe so vorgekommen, aber es war einigermaßen erträglich, fand ich. Die Studie zeigt, dass akute Ischämie nach Schlaganfall in dem Bereich der anterior Zerebralarterie oder die mittlere Zerebralarterie mit dieser Behandlung von vorteilhaft ist, was Rankin-Skala nach 3 Monaten nach der Behandlung anbelangt. Bin dann interessiert, wie das aussieht nach einem Jahr. Das nächste Thema hat mit Amyloidose zu tun. Und Amyloidose ist die Verablagerung von Beta-Faltblatt-Form der Proteine in einer fibrillären Art und Weise. Und das hat unterschiedliche Ursachen durch Immunoglobuline, induziert durch chronische Entzündungen. Das Sekundär-Amyloidose ist Ihnen bekannt. Die Amyloidose, die zustande kommt nach monoklonalen Gammopathien, ist Ihnen bekannt.
Aber es gibt auch unterschiedliche andere Eiweiße, die zur Amyloidose führen können, insbesondere wenn Mutationen in diesen Eiweißen vorliegen. Und eines ist das Transthyretin. Und das ist das Schilddrüsenhormon-Bindungsprotein, kann auch Retinolsäure binden, aber es ist überwiegend da, um T4 zu binden. Und wenn wir uns die Struktur von diesen Proteinen angucken, wir sehen hier eine Alpha-Helix und ziemlich viel Beta-Falzblätter. Und die Amyloidose, die sich dann entwickelt, hat zu tun mit der Verablagerung von dieser Beta-Falzblatt-Struktur als Fibrillen. Und Amyloidose ist beschrieben worden von Rudolf Virchow. Ist eine Kongo-Rotfärbung. Das kann man sehr gut unter einem polarisierten Mikroskop sehen mit dieser starken Doppelbrechung, die dann zu dieser apfelgrünen Färbung führt. Und es geht um eine genetische Variante in dem Transthyretin und es hat zu tun mit einem Aminosäurenaustausch in diesem Protein anstelle 122, wo ein Valin für Isoleucin ausgetauscht wird und diese Variante ist relativ häufig bei schwarzen Amerikanern. Und das Thema ist eigentlich nicht neues. Epidemiologen haben uns vor 10 Jahren im New England Journal erklärt, dass 4% der schwarzen Amerikaner diese Variante haben und gefährdet sind, kardiale Amyloidose zu entwickeln im älteren Alter. So heißt es. Und was die Epidemiologie so ein wunderbares Forschungsfach macht, ist, man kann dann ab und zu mal wieder mal einen Rundgang um den alten Datensatz führen, um zu sehen, ob das wirklich gestimmt hat. Oder man kann einen neuen Datensatz finden und wieder die gleiche Geschichte testen. Das ist hier auch gemacht worden. Und die Fragestellung war in dieser Kohorte Arteriosklerose Risiko innerhalb Gemeinden, AREX-Studie, getestet worden an 3856 schwarzen Teilnehmern. Es 3732 Träger und hier sind die Nichtträgerkontrollen und dann sind sie halt ausgewertet. Und was wir hier sehen, ist nicht sehr eindrucksvoll, finde ich. Im Gegensatz zu dem ersten T3CT über diesem Thema, was auch im New England Journal erschienen ist vor etwa 10 Jahren, sehen wir hier, dass tatsächlich, wenn wir denn über einen Beobachtungsverlauf von 25 Jahren gucken, ja, die Träger, es geht hier um Freiheit von Herzinsuffizienz. Und ja, P ist weniger als 0,05. Okay, hurra. Aber sehr eindrucksvoll ist das nicht. Und dann, wenn man das auf altersbezogen anguckt, wann das eine Rolle spielt, dann müssen die armen schwarzen Amerikaner schon über 75 Jahre alt sein, bevor dies einschlägt. Also ein großes Theater würde ich über dieses Thema nicht machen und ich würde nicht vorschlagen, dass Leute jetzt getestet werden sollten für diese Variante in Transthyretin, um zu sehen, ob sie ein Risiko haben, um Herzinsuffizient zu werden. Hazard Ratio. Was mich auch beeindruckt hat, ist, ich habe geguckt, wie viele Anträge diese Studie unterstützt haben. Und von solcher Unterstützung von einem NIH kann man nur träumen. Und das war das Endergebnis. CCT. Gut, dann wieder ein Dauerbrenner. Es geht um Patienten mit malignen Melanomen, den schwarzen Hautkrebs. Und wenn die das Glück haben, eine Mutation zu haben in BRAF, die V600E oder die V600K Mutation, dann kann man sie behandeln mit einem Präparat, was BRAF hemmt. Und dann ist die Fragestellung, die ganz spannend ist, wenn man gleichzeitig einen MEK-Inhibitor gibt,
Das heißt, MAP-Kinase, eine andere Kinase gleichzeitig hemmt, führt das zu einem besseren Ergebnis? Diese Fragestellung ist schon in zwei vorherigen Papers in New England Journal getestet worden. Da werde ich nicht weiter darauf eingehen, aber was wir hier sehen, ist, BRAF plus MEC ist besser als BRAF alleine. Und hier sehen wir die beiden Gruppen verglichen. Ich finde den Unterschied nicht besonders berauschend, aber der Unterschied war nicht abhängig vom Alter oder sieht so aus, als hätten die Frauen hier ein bisschen besser abgeschnitten als die Männer. Und anders. Können Sie dann im Detail lesen, falls sie mit diesem Krankheitsbild zu tun hat. Aber wenn man die BRAF-Mutation hat, und den einzigen Patienten, den ich zurzeit kenne, der diese Krankheit hat, hat leider nicht die BRAF-Mutation. Das ist alles sowieso für die Katze. Aber wenn man die BRAF-Mutation hat, sollte man vielleicht MEC gleichzeitig hemmen. Dann wieder mal der Dauerbrenner Ebola-Virus. Und es geht um der Ausbruch von Ebola-Virus in Conakry, Guinea. Das ist ein ehemaliges französisches Guinea. Das ist hier in Westafrika. Und hier ist diese Stadt. Und hier plötzlichen Fieber, Müdigkeit, Diarrhoe, Kopfschmerzen, Erbrechen und Anorexie. Und das war in französischen Guinea nicht anders als in den anderen Fällen, die wir schon beschrieben haben. Und Hochdruck scheint nicht das große Problem zu sein. Diabetes auch nicht so häufig, aber Malaria bei gleichzeitiger Präsentation, das ist in französischen Guinea wohl ziemlich häufig. Und die Mortalität war auch schlecht, ähnlich wie in den anderen klinischen Ebola-Studien, die ich Ihnen schon vorgetragen habe. Und wie man sich vorstellen kann, schlecht ist immer Alter, wissen wir, ist immer besser jung zu sein als alt zu sein, auch wenn man Ebola kriegt. Und da war ein erheblicher Einfluss von Alterssterblichkeit bei Ebola. Also bitte mich nicht anstecken, falls Sie Ebola haben, bleiben Sie mir bitte fern. Also da war nichts Neues, das Krankheitsbild sieht in Conakry, Guinea ähnlich aus wie in den anderen Arealen in Westafrika, die wir schon diskutiert haben. Leptin. Und Leptin ist ein wunderbares Proteohormon. Das ist beschrieben worden von Jeffrey Friedman vor ungefähr 21 Jahren. Eigentlich ist es genau vor 21 Jahren. Und das große Wunder ist, dass der Friedman noch keinen Nobelpreis gekriegt hat für diese Entdeckung. Aber Leptin ist ein Hormon, das wird überwiegend von Fettzellen hergestellt. Und das Leptin schaltet Appetit ab oder sollte Appetit abschalten. Das ist die eigentliche Funktion. Und die Interaktion zwischen Leptin und Insulin hat einen großen Einfluss auf Gehirn. Und hier sind andere Arealen, DOMC und andere Sachen, Neuropeptid Y, die alle mit Adipositas einhergehen. Die haben einen Einfluss auf Nucleus, Tractus Solitarius und also ein bisschen komplizierte Geschichte. Aber diese Leptin-Geschichte ist eine wunderbare Geschichte, um Adipositas zu erklären. Und es geht um ein Kind aus Ulm. Und so viele deutsche Studien im New England Journal gibt es nicht, aber so sieht der aus. Und der sieht so aus, als würde er kein Leptin herstellen. Und sein Appetit war auch beträchtlich. Und dieser Jeffrey Friedman hat das Leptin gefunden durch die OB-Mäuse. Und da hat er festgestellt, dass diese OB-Mäuse nicht deren Gen für Leptin ist mutiert und die produzieren kein Leptin. Also hier ist eine OB-OB-homozygote Maus, sieht ungefähr aus wie der. Und hier ist eine Geschwistermaus, die Leptin produziert und die sieht normal aus. Und bei diesem Kind, was wir hier sehen, ist dieses Kind ist in der Lage, Leptin zu bilden, aber das Leptin schien keine Wirkung zu haben. Das ist den Ärzten aufgefallen. Sie haben den sofort getestet für Leptin und seine Leptinspiegel sind eigentlich höher als normal, hier sind sie. Und dann ist ihnen eingefallen, vielleicht funktioniert sein Leptin nicht.
Und da haben sie das Latin-Gen durchsequenziert. Und hier sehen wir Mutti, die hat hier ein GT. Und hier sehen wir Vati und der hat hier ein GT. Und das Kind hat zwei Ts. Also das ist homozygot für diese Mutation im Leptin. Und dieses Leptin ist hoch, aber es ist sinnlos. Und es ist nicht in der Lage, die entsprechenden Reaktionen, die stromabwärts vom Rezeptor sind, auszulösen. Und das wird in dieser Studie bewiesen. Das Erste, was man mit diesem Kind gemacht hat, man hat das Kind gemacht. Aber was wir hier sehen ist, sobald dass er normales Leptin kriegt, fängt er an abzunehmen. Und das ist hier ziemlich ausgeprägt. Hier ist Woche 0. Da wiegt er 43 Kilogramm. Man hat ein BMI von 45. Und dann nach einer Behandlung von 12 Wochen hat er schon beinahe 10 Kilogramm abgenommen und hat jetzt ein BMI von 34. Also er hat sich erheblich verbessert. Und diese anderen Sachen verändern sich auch entsprechend. Sein eigener Leptinspiegel fällt dann ab, weil er jetzt eine Leptinwirkung nachweist, würden wir auch erwarten. Und seine Insulinspiegel fallen ab, weil er nicht mehr so insulinresistent ist und fast alles mit Adipositas einhergeht. Was man dann gemacht hat, ist, man hat Zellexperimente mit Heckzellen durchgeführt, um zu sehen, ob stromabwärts Leptin, die auch zu einer Startphosphorylierung führt oder nicht. Und sein Leptin macht es nicht, aber nicht mutiertes Leptin macht es. Und man kann das dann auch mit histochemischen Analyse hier auch sehen. Und dann hat man OBOB-Mäuse mit seinem Leptin oder mit dem normalen Leptin behandelt, um zu sehen, ob sie dann abnehmen oder nicht. Und mit nicht mutierten Leptin nehmen die OBOB-Mäuse ab und mit seinem Leptin interessiert die überhaupt nicht. Und in der Studie wird dann auch gezeigt, wie die Konfiguration von Leptin so verändert wird von der Mutation. Das war ein Supplement, habe ich Ihnen jetzt nicht erzeigt, warum der Rezeptor dann nicht auf dieses falsche Leptin anspricht. Das nächste Thema im New England Journal ist dieses, und dies kann ich auch nicht. Brustkrebs ist eine große Volkserkrankung und das ist ein großes Theater, das wissen wir alle. Und wir wissen auch über Karzinoma in situ und von Mikrokalk und duktalen Karzinoma in situ, dass man von der Biopsie feststellen kann und auch von verbreiterten Brustkrebs. Und was mir nicht so bekannt war, ist diese atypische Hyperplasie der Brust. Das soll auch eine prämaligne Läsion sein. Und das sieht dann histologisch so aus. Und dann ist die Frage in diesem Artikel, wie geht man damit um und was sollte man damit machen? Und Autoren behaupten, dass es hat zu tun mit der Anzahl atypischen Fozi in der Biopsie von dieser Hyperplasie. Und wenn man viele hat, ist das Risiko, Brustkrebs zu kriegen, über einen langen Zeitverlauf von 25 Jahren, dann höher, als wenn diese Anzahl der atypischen Fozi von dieser Hyperplasie relativ gering ist. Und das ist dann in unterschiedlichen Studien so gezeigt worden. Gesamt. Risiko.
wovon dieser mutmaßlich kommen könnte oder nicht. Also dieses Paper sollten Sie lesen, wenn Sie mit der Akutmedizin Intensivstationen, Notaufnahmen oder mit Nephrologie sich beschäftigen sollten, zu diesen Artikel lesen. Dies war der Fall von letzter Woche. Dies war der relativ junge Mensch mit Brustschmerzen, der diese invertierte T-Wellen hat über der Vorderwand. Hier ist eine Elektrode wohl nicht fest genug angeklebt, aber so sieht das aus. Und wir gucken uns den Riva an und hier ist diese schwere Stenose, der ist dann behandelt worden und dann ist die Stenose weg und die T-Wellen sind dann wieder aufrecht geworden. Follow-up dazu. Dann dieser Patient im New England Journal und dies ist ein bisschen schwer festzustellen. Ich bin kein Echo-Expert, aber dieses Echo bewegt sich, wenn man das Heft runterladet vom Internet. Dann, was wir hier sehen, ist, hier ist Left Atrium, linker Vorhof und hier ist dieser große Knüppel. Der ist so groß wie der Po. Und der wackelt von hier bis dort. Von hier bis dort. Und dies ist der große Knüppel. Und das ist ein riesiger linker Po-Thrombus. Der kommt hier nicht durch die Mitralklappe, weil dieser Patient Mitralstenose hat, Gott sei Dank. Sonst würde dieses Ding im systemischen Kreislauf irgendwo verschwinden und Schlaganfall oder noch was Schlimmeres auslösen. Wir gucken hier, der linke Vorhof ist erheblich größer als der linke Ventrikel in diesem Echobild. Ich bin da auch keine Experte, hier ist der rechte Ventrikel. Der ist vergrößert, der Patient hat pulmonale Hypertonien und so weiter. Und dieses hat man dann rausoperiert zu der großen Freude von dieser Patientin mit diesem linken Vorhof-Thrombus. Gott sei Dank. Dann der Fall im New England Journal ist dieser und ich dachte, ich erzähle Ihnen vorneweg, was dies ist. Dies ist das sogenannte Poems, Gedichtssyndrom. Poem ist das englische Wort für Gedicht und das steht für Polyneuropathie, Organvergrößerung oder Organomegalie. Diese Leute haben häufig irgendeine Endokrinopathie, Schilddrüsenprobleme oder irgendwas, und haben einen M-Gradienten. Also dies hat irgendwas mit Immunoglobulin produzierenden Zellen zu tun. Und sieht so ein bisschen anders aus als vielleicht andere Patienten mit M-Gradienten. Nämlich diese Patienten sind bekennzeichnet durch diese schwere Polyneuropathie. Und dann diese anderen Bestandteile sind ein bisschen weniger regelmäßig in ob die Hautläsionen haben oder geschwollene Muskeln, aber M-Gradienten sollten sie haben. Also das ist das POEM-Syndrom. Jetzt gehen wir zu unserer Patientin. Ist eine 45-jährige Frau, beschwert sich wegen Schwäche überwiegend in den Knien und Hüften und kann nicht mehr richtig vernünftig gehen.
ihr Griffstärke ist auch weniger geworden und sie hat Taubheitsgefühle in den Zehen und Fingerspitzen. Also es klingt wie Polyneuropathie. Der Diskutant hier ist Neurologe und so geht er auch dieses Problem neurologisch an und beschäftigt sich sehr mit dieser Polyneuropathie und Ähnliches. Es wird auch im Fall erwähnt, dieser Patientin hat geschwollene Knöchel beidseits, das heißt, sie hat Ödeme und die Milz ist auch tastbar, aber das hat unseren Neurologenfreund nicht besonders interessiert. Der hat sich auf diese Neuropathie gestürzt und verliert im Erkrankung. Vitamin D-Spiegel sind Gott sei Dank normal. Und er ist die Sache angegangen in der Diskussion von dem neurologischen Aspekt. Was dann auch gemacht worden ist, eine Proteinelektrophorese und sie hat eine EGA-Lambda-monoklonale Gammopathie. Dann sind irgendwelche Röntgenbilder gemacht worden und dieser weiße Pfeil, man will mir erklären, dass hier eine Knochensklerose sein soll. Die konnte ich aber nicht nachvollziehen. Ich glaube, das Röntgenbild sieht irgendwie normal aus. Und dann hat man eine LP gemacht und siehe da, diese Patientin hat eine erhöhte Anzahl von Proteinen im Liquor und ja, auf diese 127 rote Blutkörperchen, vielleicht hat er nicht einen genauen Treffer mit der Nadel gemacht, aber die Proteinurie im Liquor ist eindeutig. Und anhand dieser Dinge hat er dieses POEMS-Syndrom diagnostiziert. Das geht dann weiter. Was mich mehr interessiert hätte, wäre einfach ein Röntgen-Thorax gewesen. Und das hat doch hingewiesen, dass diese Patientin Kardiomegalie hatte. Und sie hatte auch ein systolisches Geräusch, das hat mich auch interessiert. Also Herz ist groß, Milz ist groß, Ultrasonographie des Abdomens hat auch nachgewiesen, dass die Leber vergrößert ist. Also Organomegalie haben wir. Wir haben dieses Schilddrüsenproblem, sodass das E ist da, der M-Gradient ist da und dann wird hier auch eine Sonnenmarkt-Aspiration gemacht nach Leichtketten und da sehen wir auch hier die Färbung. Dies ist kein Myelom, aber sie hat einen M-Gradienten und hat diese andere Konstellation an Beschwerden. So sehen wir, dass diese Patientin von dem POEMS-Syndrom leidet. So, das können Sie sich bitte merken. Wieder mal ein Aspekt von M-Gradienten, was wir sonst nicht regelmäßig sehen. Was mich auch interessiert hat, ist VEGF ist gemessen worden und das war da in größeren Mengen. Jetzt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, hier sind die sämtlichen Aspekte von diesem POEMS-Syndrom. Ich habe nicht ganz mitgekriegt, wie man hier eine vernünftige Therapie anordnen kann, aber wenn Sie das unbedingt wissen müssen, dann hoffe ich, dass Sie diese Ausgabe von New England Journal dann lesen werden. Dann New England Journal bietet mir jetzt vor kurzem wöchentlich eine Frage an. Das wird auch notiert. So können wir nach dem Ende des Jahres sehen, wie ich abgeschnitten habe. Und diese Frage, es geht hier um eine 42-jährige Frau, die hat ihren, 52-jährige Frau, die hat ihren Finger geschnitten mit einem Messer. Und Gott sei Dank hat sie dem dann ein bisschen Seife abgewischt. Das finde ich prima. Aber was er dann gemacht hat, ist dann angekommen mit irgendeiner Salbe, antibiotischen Salbe hat sie drauf geschmiert. Dann kriegt sie rote Papeln und das Ganze fängt an zu jucken. Und dann wird man gefragt, die geht dann zum Doktor mit diesem Finger, den sie geschnitten hat, hat gleich das Richtige gemacht, hat den abgewaschen, aber dann kam sie an mit dieser blöden Salbe und mit diesem Ausschlag am Finger und dann ist das Angebot, behandeln Sie mit oraler Fluconazol. Schlechte Idee, das bitte nicht machen. Cephalexin, noch ein Antibiotikum beschreiben. Das würden wahrscheinlich die meisten Doktors machen, aber nicht ich. Behandeln mit Trimethoprim Sulfamethoxazol.
Auch eine schlechte Idee. Das Ganze absetzen und gar nichts machen, das halte ich für sinnvoll. Dann die letzte mögliche, ein zweites topisches Antibiotikum drauf schmieren und noch Glukokortikoide dazu. Und natürlich ist die richtige Antwort, bitte nichts tun. Gott sei Dank haben wir das geschafft. Dann im Lancet geht es ganz spannend weiter. Könnte Ebola verbreitet werden durch Flugverkehr? Die Antwort lautet ja. Aber wie relevant ist das? Und dann ist die Frage, wie kommt, häufig kommt Ebola in Ihrem Land vor und wie viel Flugverkehr haben Sie? Das haben alle diese wunderbaren Epidemiologen mit Großrechnern ausgerechnet. Und hier ist der Flugverkehr in den USA ziemlich hoch und Großbritannien ist auch nicht schlecht, Deutschland ist auch da ziemlich gut hingestellt. Dann gucken wir, wo die relevanten Ebola-Länder sind. Und das ist A1, A2, A3 und A4. Und da ist nicht sehr viel Flugverkehr. Das entspricht auch das Risiko, dass das relativ gering ist, dass es so verbreitet wird. Und dann, was die guten Epidemiologen dann auch ausgerechnet haben, ist, gibt es ein Exit-Screening? Das heißt, haben die Leute Fieber? Haben sie Übelkeit und Erbrechen? Haben sie Kopfschmerzen? Geht es denen schlecht? Oder haben sie überhaupt keine Symptome? Und dann, wo gehen die Flüge hin? Und ist es ein direkter Flug oder ein indirekter Flug? Wenn solche Sachen Sie spannend finden, dann rate ich dringend, diesen Paper zu lesen. Und dann guckt man, was das Risiko dann ist für unrestricted air travel. Habe ich nicht alles ganz verstanden, aber dann hat man auch errechnet, dass durch die Epidemie, wie weiter ist der Flugverkehr in diesen Ländern dann abgefallen. Und ja, wo fliegen die Leute hin aus den betroffenen Ländern und wo Casablanca ja, oder sie fliegen nach Brüssel oder London oder Paris. Gott sei Dank nicht so viele nach Frankfurt, aber da sind bestimmt auch welche. Und da können Sie diese schicke Karte angucken, um diese Risiko zu errechnen. So können wir folgern, dass Flugverkehr tatsächlich Ebola verbreiten könnte, aber ich würde jetzt nicht gerade in Schlaflosigkeit geraten wegen dieses Problems. Dann das nächste Thema, kleinzelliges Lungenkarzinom, mal zur Ausnahme, anstatt nicht kleinzelliges Lungenkarzinom. Zu meiner Zeit hat man die Bestrahlung für kleinzelliges Karzinom aufgegeben und hat sich entschlossen, die Leute mit Chemotherapie zu behandeln. Aber die Strahlensmediziner sind ja nicht doof. Die kommen wieder. Das Erste, was sie eingeführt haben, habe ich gar nicht gewusst, aber dass der Kopf bestrahlt werden soll bei Patienten mit bei kleinzelligen Lungenkarzinomen, nämlich Kopfmetastasen, ist ja schon ein Problem. Aber jetzt ist die Frage, könnte man doch von einer mediastinalen, hilaren Hemithorax und so weiter Strahlentherapie doch profitieren? Und so hat man eine randomisierte Studie, um diese Fragestellung zu überprüfen, durchgeführt. Strahlentherapie hat sich auch ein bisschen verbessert in den letzten 50 Jahren. Ich weiß nicht genau wie, aber das wird behauptet auf alle Fälle. Und tatsächlich, Median überleben, das wird tatsächlich ein bisschen besser. Ist nicht berauschend, aber wenn die Leute, die Gabe geht ziemlich gut auseinander, Overall Survival, das ist dann auch letztendlich nach genügend Beobachtungszeit dann statistisch signifikant, nicht sofort, aber dann später, dass man ein paar Leute weiter retten kann mit einer thorakalen Strahlentherapie. Das ist für Sie überlassen, um zu lesen, genau wie diese Strahlentherapie und mit welchen Geräten das dann durchgeführt werden und wie viele Grays und solche Sachen. Das ist für Sie dann überlassen, aber es sieht so aus, als würde diese thorakale Strahlentherapie diese Patienten mit kleinzelligen Lungenkarzinom tatsächlich etwas bieten. Und progressionsfreies Intervall war nicht sofort, aber ist dann tatsächlich doch auch besser geworden und dieses Endergebnis, aber in den beiden Gruppen leider ziemlich duster aus, aber das Endergebnis war doch ein bisschen besser bei den Bestrahlten als bei den nicht Bestrahlten.
Also diese Krankheit wollen wir auch nicht haben. Dann wieder ein Dauerbrenner, resorbierbare Everolimus-beschichtete Stents gegen Metallstents. Und in der ersten Auswertung von dieser Studie haben wir feststellen können, dass der neue Stent nicht schlechter ist als der alte Stent. Jetzt können wir gucken, was nach einem Jahr passiert ist. Und was wir hier sehen, ist, dies ist ein Angina pectoris frei, Angina pectoris Frequenz, die Stabilität, physikalische Einschränkungen, Lebensqualität und ob die Leute zufrieden sind. Und es sieht so aus, als wäre der neue Stent in allen Kategorien nicht signifikant schlechter als der alte Stent. Das ist ja schon etwas. Und dann, wenn wir uns dann angucken, die Anzahl an Angina-Fällen, Cumulative Angina Rates, das ist tatsächlich, sieht so aus, als wäre das ein bisschen besser, in was Ereignisse anbelangt in dieser Gruppe im Vergleich zu Metal Stent. Aber wenn wir uns dann die Leistungsfähigkeit, was ist die maximalen Watt, dass die Leute treten können, bevor sie irgendwelche Beschwerden haben, dann sieht der andere Stent, der Metal Stent, ein bisschen besser aus. Dann habe ich zu meiner Interesse gefunden, dass die Größe des Ballons etwas kleiner war in der Everolimus resorbierbaren Stent-Gruppe im Vergleich zur Bare Metal Stent. Das finde ich alles ein bisschen schwer auszuwerten. Ich glaube, ich werde die Unterschiede, diese Feinheiten der Kardiologie überlassen. Das war die Geschichte. Dann die Reviews im Lancet hat zu tun mit HIV-Prävention bei weiblichen Sexualarbeiterinnen. Das ist ein bisschen redundant. In der deutschen, im englischen Sprachraum klingt nicht ganz so blöd. Aber so werden, durch politische Korrektheit, so werden die Leute heute benannt. Und wir gucken uns, was da alles gemacht werden kann, in dem Community und gesundheitspolitische Maßnahmen und rechtliche Fragestellungen und Kondome und diese ganzen Einflüssen auf die HIV-Prävention bei diesen armen Menschen kann man hier nachlesen. Und dann kann man das dann auch in solchen großen, in diesem Fall sind es nicht Sprechblasen, aber könnten auch Sprechblasen sein, strukturelle, soziale Gerechtigkeit und humane Rechte und ob eine entsprechende Therapie angeboten wird und Verhaltensveränderungen, können Sie alles hier lesen. Dann der Fall in Lancet ist dieser. Es geht um einen 47-jährigen Mann und der wird überwiesen wegen trockenen Husten. Und so hat man den angeguckt und der kriegt dann unterschiedliche Antibiotika und hat nicht geholfen. Dann ist es, seine Vorgeschichte soll nicht unbemerksam, nicht interessant sein, abgesehen von der Tatsache, dass er 30 Packungsjahre auf dem Buckel hat. Und man hat ihn untersucht und bei der Bronchoskopie, hier können wir die beiden Hauptstamm-Bronchi, wir sind hier in der unteren Teil der Trachea und wir sehen hier errötete Schleimhäute und erhebliche Schwellungen. Das wird dann auch hier im CT verifiziert. Man hat dann auch eine Antikörperuntersuchung gemacht, die ich Ihnen gleich erzählen werde. Und der würde dann immunsuppressiv behandelt und wir sehen hier, wie diese Schwellung und diese ganze Geschichte erheblich besser wird und diesem Nachfolger-CT sieht diese Trachea erheblich besser aus. Und dieses Krankheitsbild war mir auch nicht so geläufig. Das ist die Relapsing Polychondritis. Das ist die rezidivierende Polychondritis. Und dieses Krankheitsbild wird ausgelöst durch Antikörperbildung gegen Kollagen 2. Und diese Antikörper waren auch bei diesem Patient erhöht. Dann, was ich Ihnen vorbehalten habe, war diese schicke PET-CT-Untersuchung am Anfang. Und wir sehen diese erhebliche Entzündung hier in der Trachea. Und in den oberen Bronchi, Hauptstamm-Bronchi war das auch der Fall. Und dies ist ein Beispiel von rezidivierender Polychondritis, falls Sie dieses Krankheitsbild begegnen werden.
Und damit sind wir am Ende und ich bedanke mich wieder und freue mich schon auf nächste Woche, wo es weitergeht mit spannenden Clinical Journal Talks.